Jedem Vermieter liegt es am Herzen, zufriedene Mieter zu haben. Der Idealfall ist natürlich, wenn ein Unternehmen, welches das Objekt konzipiert hat, dann auch noch dort einzieht. So geschehen in Zwickau am Neumarkt. Betrachtet man in diesen Tagen das Neumarkt-Areal, dann erinnert nicht mehr viel daran, wie es bis vor kurzem hier noch ausgesehen hat. Vielleicht lässt der sanierte Flachbau noch erahnen, dass hier mal Broiler angeboten wurden. Jetzt befindet sich hier eine attraktive Laden- und Einkaufszeile. An diese schließt sich ein Wohn- und Geschäftshaus an, in welchem sich ein Unternehmen eingemietet hat, mit dem wir unter anderem schon bei der Kornhaussanierung zu tun hatten. Die Rede ist von AT2 Architektur Tragwerk Menert Georgi. Da erinnern wir uns auch sehr gerne dran. Der Standort hier ist natürlich für uns besonders interessant, weil wir ja so ein bisschen wärmer mit dem Büro auch nicht hier eingezogen. Es war eine große Chance für uns, an einem Wettbewerb teilzunehmen. Die ZWG hat das ja nicht einfach so vergeben, sondern hat einen Architekturwettbewerb gemacht. Und wir sind da ziemlich, wie das Messer durch die Butter, sage ich jetzt mal salopp, da durchgewandert. Und seitdem sind wir eigentlich, sagen wir mal, sehr, sehr zufrieden, mit diesem Partner da zusammenarbeiten zu dürfen. Und wir haben ja dann auch weitere Projekte zusammen vorbereitet und sind in der Realisierung. Was waren denn die besonderen Herausforderungen an diesem Objekt? Naja, das ist die, also als allererstes würde ich sagen, die städtebauliche Situation. Ich meine, ich stamme aus Zwickau, ich kenne das immer, dieses Loch in die Hinterhöfe reinzugucken, und wenn dort jemand kommt durch die Stadtplanung in Zwickau und sagt, ne, das ist kein Dauerzustand, wir müssen das schließen, dann ist das ja schon ein gewaltiger Eingriff in so eine Geschichte hier. Und dann unter Umständen mit so einem großen neuen Partner zusammenzuarbeiten, das ist auch eine ganz besondere Herausforderung. Klar, man muss sich kennenlernen, es ging sehr schnell, es war von Anfang an sehr gut, sachbezogen, und ja, wir denken, das Ergebnis spricht dann auch für sich. Ich denke, auch die Mieter werden sich wohl fühlen. Wenn man sich umschaut, das sind klare Strukturen, die Parkplätze sind vor der Tür, also es werden viele Gewerbe hier bedient, und trotzdem hört man immer mal so in der Bevölkerung, naja, hier unten, das ist so eine unsichere Ecke. Können Sie dem recht geben? Nein, eine unsichere Ecke. Eigentlich ist es eine sehr schöne Ecke, darum war das ja auch unsere Wahl, nicht nur um beim Auftraggeber selber ein Büro zu mieten, sondern auch die Mitarbeiter können mit dem öffentlichen Verkehr hierher fahren. Wir sind gut versorgt mit Bäckern und allen möglichen Dingen, die man ja auch als Büro braucht. Und die zentrale Lage für die Projekte, auch die wir jetzt machen und gemacht haben, also noch ein Kornhaus, das Magazingebäude und das Torhaus, ist für uns fußläufig. Also wir machen auch Sachen, wo wir uns ein bisschen bewegen müssen in Sachsen, aber für uns ist das ideal. Und was die anderen daraus machen, tja, das ist eigentlich, das ist nicht die Aufgabe von dem Architekturbüro, sondern eine Aufgabe von allen Leuten, die hier am Standort sind. Und vielleicht auch ein bisschen von ein paar öffentlichen Leuten, die die Geschicke hier bestimmen, was Ordnung und Sicherheit anbelangt. Was würden Sie sich denn wünschen, gerade für diesen Standort? Hier stehen ja auch noch Räume frei, ist das richtig? Ja, es gibt also relativ wenig in dem Haus. Es gibt eine freie Wohnung neben ein freies Gewerbeobjekt. Ich denke mal, das wird sich alles finden. Ist ein bisschen situationsbezogen jetzt, dass der Leerstand ist, ist aber nicht lang, soweit wir das einschätzen können. Und wir haben bis jetzt eigentlich nur gute Resonanz auch von den Mietern. Herr Ullmann hier, unser Bauleiter, der ist ja regelmäßig dort zugange, wenn man irgendwo der Schuh drückt, auch nach dem Einzug der Mieter. Und also ich müsste jetzt gar nicht für den ersten Moment, was man jetzt verbessern müsste, jetzt so aus Krampf. Es fehlt eigentlich gar nicht. Also Sie sind am Standort, also demnach auch direkter Ansprechpartner für die Mieter, die hier nach und nach eingezogen sind? Ja, das hat sich so ergeben. Durch die ZWG, die können wir natürlich dann nicht hängen lassen, wenn die ersten WWchen nach dem Einzug da noch zu beseitigen sind, da haben wir das halt mit übernommen. Hat die Pandemie denn sich irgendwie in Ihrem Unternehmen niedergeschlagen? Haben Sie irgendwo Verluste zu verzeichnen? Nee, glücklicherweise nicht. Also alle Projekte laufen durch. Klar, es gibt eine Menge Ausfälle auf der einen oder anderen Baustelle, aber jetzt nichts Dramatisches oder Wegbrechen von Aufträgen haben wir überhaupt nicht. Wir fragen alle unsere Interviewpartner am Ende jetzt immer, was ist Ihr ganz großer Wunsch in diesen so anderen Zeiten? Ach, mein großer Wunsch ist, dass die so anderen Zeiten irgendwie mal wieder zu denen zurückkehren, die wir mal früher hatten.
und dass man nicht mit allzu viel dauerhaften Einschränkungen rechnen muss. Und das, also ich spreche jetzt nur für mich, da bin ich optimistisch, dass das wieder so wird. Ein Objekt, welches Frank Mehnert mit seinem Team ebenfalls realisiert hat, ist das Kinderhaus Apfelbäumchen. Man ist gut im Geschäft bei AT2 und hat, wie so viele andere Unternehmen, aktuell trotzdem das Problem, neue Mitarbeiter zu finden. Auf der Suche ist man hier aktuell nach Architekten, Ingenieuren oder Bürohilfskräften. Seitens der ZWG ist man glücklich, mit dem Architekturbüro einen verlässlichen Partner gefunden zu haben. Ja, das kann ich nur so bestätigen. Uns verbindet ja schon seit 2013 diese Zusammenarbeit, die hier begonnen hat am Standort. Ausgangspunkt war ja, weiß gar nicht, ob das so bekannt ist, der Flächentausch mit der Stadt Zwickau gemeinsam, weil ja ein neues Stadion in Zwickau errichtet werden sollte und die ZWG hatte da Flächen. Und so sind wir zu diesem Standort gekommen und ich denke, alles Weitere ist auch schon im Beitrag erwähnt. Ja, der Standort an sich selber, städtebaulich war das eine Herausforderung. Wir haben das ja komplex gemacht mit dem Büro AT2. Das heißt, nicht nur den Neubau realisiert, sondern auch hier die Bosestraße und die Moritzstraße von 44. Also ein komplettes Karree, kann man im Prinzip sagen. Und ja, der Standort hat natürlich auch seine Schwierigkeiten. Also gerade aktuell haben wir hier einen Leerstand, der mieterwechselseitig so entstanden ist. Natürlich eine attraktive Wohnung, die wir gerne wieder vermieten wollen. Und es gibt noch eine freie Gewerbeeinheit, die uns schon länger begleitet. Auch das ist natürlich ein Problem für uns, was wir natürlich auch gern lösen wollen. Wer sich vielleicht dafür interessiert, wo wird das kommuniziert? Natürlich über unsere Portale, die wir selber bedienen, über unsere Homepage und über Anzeigen natürlich, die wir auch schalten. Und wir haben aktuell natürlich auch noch die Sparkasse mit als Makler eingebunden. Auch am Ende des Interviews an Sie die Frage, was ist Ihr ganz persönlicher Wunsch in diesen so anderen Zeiten? Ja, die Zeiten sind, denke ich, für uns alle sehr anstrengend, teilweise auch ermüdend. Und gerade deswegen oder aus diesem Grund nutze ich die Gelegenheit, unseren Mitgliedern und Mietern natürlich alles Gute zu wünschen, eine besinnliche, friedvolle Weihnachtszeit und möglichst und allerbeste Gesundheit. Vielleicht haben wir Ihr Interesse am Karree am Neumarkt geweckt? Dann schauen Sie doch einfach mal vorbei.